Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Und heute machen wir die Quest Mordor wartet. Und die sagt uns einfach nur, wir sollen zu Mithrandir am Schwarzen Tor kommen, werden nun also in die Geschichte von Mordor eintauchen. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie der Hochelb im Tutorial so ist. Und jetzt geht's in die richtige Geschichte. Das kann man erst machen, nachdem man Mordor gekauft hat. Entweder mit HDRO-Punkten oder mit Echtgeld. Vorher kann man diese Quests nicht annehmen. Also auch wenn es immer hieß, epische Bücher kann man immer spielen. Nein, ab jetzt ist das wohl anders. Wir müssen Mordor kaufen. Und dann kann man auch hier bei Mithrandir die Quest abgeben. Und bekommt dann Kapitel 1.1 hinter dem schwarzen Tor. Es ist nicht alles ruhig in Mordor. Ich brauche jemanden wie euch, der sich in den Trümmern von Saurons Reich für mich umsieht. Aragorn hat Sador, einem Hauptmann Gondors, mit der Wacht über das schwarze Tor beauftragt. Andere wiederum gehen auf eine Expedition nach Mordor. Ihr seid zwar nicht dazu verpflichtet, aber ich möchte euch bitten, euch ihnen anzuschließen. Sprecht mit Sador, wenn ihr willens seid, euch auf die Hochebene von Gorgoroth zu wagen. Ja, das bin ich. Wunderbar. Und jetzt kommt die richtige Storyline. Kapitel 1.1. Sauron ist zwar besiegt, aber das Unheil, das er geweckt hat, besteht weiter. Aber das bedeutet noch nicht das Ende des Unheils, das er in Gang gesetzt hat, Garion. Wer weiß, was unter dem Schleier liegt, der Gorgoroth bedeckt hinter den Trümmern des Schwarzen Tores. Der dunkle Herrscher war ein Meister des bösen Zaubers und von den Höhen Barad-dûrs aus hat er viele schreckliche Pläne in Gang gesetzt. Ich glaube nicht, dass diese alle mit seinem Fall beendet wurden. Es setzten bereits die ersten Abenteurer zögerliche Schritte durch die Trümmer des Tores. Lasst uns zu ihnen gehen, damit ich sie einschätzen kann. Für manche von ihnen dürften die Gefahren, die in Mordor noch lauern, zu groß sein, denke ich. Okay, wir sollen also durchs Schwarze Tor jetzt und können nun endlich questen in Mordor. Also, ab aufs Pferd. Es laufen bereits die ersten Abenteurer durch die Trümmer des Schwarzen Tores. Kapitel 1, Buch 1. Ihr merkt schon, das heißt jetzt hier nicht Epos oder Buch 1 oder Kapitel 4 oder sowas, sondern es ist ein bisschen eine andere Aufzählung und deshalb denke ich mir mal, dass die damit diese Aussage umgehen von wegen epische Bücher, die sind kostenlos, aber das Kapitel hier in Mordor, das ist nicht kostenlos. Naja, so kann man es auch machen. Auf jeden Fall Gorgoroth. Ach, das spiele ich auch im Moment in Mittelerde, Schatten des Krieges. Da muss ich gerade auch eine Festung übernehmen. Bald kenne ich mich richtig gut in Mordor aus. Also jetzt hier in Herr der Ringe Online und dann auch noch in einem anderen Spiel. Nicht übel, aber so richtig viele Buch der Taten-Einträge sieht man noch nicht. Man sieht auch noch nicht, wie viele Kapitel es geben wird. Auf jeden Fall sieht man, dass das Tor gefallen ist, das ist offen und jetzt geht's rein in die neue Zone. Wir gucken uns die genau an, wir gucken uns die Händler an, die Crafter an, die Quests an. Die Nebenquests, nur so teilweise, aber die Kapitelquest machen wir richtig miteinander. Und nun übertreten wir die Schwelle. Dann sind wir im Land des Feindes. Es werden auf jeden Fall noch Orks rumlaufen, nur weil Sauron tot ist, heißt das ja nicht, dass die Orks weg sind. Und da ist Mithrandir auch schon mit einer kleinen Gruppe Leute. Aha, das sind also die Abenteurer hier. Es gibt viel zu tun. Ich darf meinen Posten hier am Schwarzen Tor nicht verlassen. Aragorn hat mich damit beauftragt, Buch über alle zu führen, die Mordor betreten und die Informationen an ihn weiterzugeben. Doch es gibt hier in Udun Angelegenheiten, um die sich jemand kümmern muss. Geht ihr dorthin? Vielleicht könnt ihr uns helfen. Udun, so heißt das erste Gebiet. Jo, und sofort haben wir einen neuen Ruf hier. Eroberung von Gorgoroth. Stets auf der Hut bleiben. In den letzten 2 Tagen hatte ich einen Bericht vom Udun-Brückenkopf erwartet.
dem näheren Lager unserer Männer in Udun. Okay. Eine große, gut versorgte Truppe ist dort stationiert unter Hauptmann Lachir. Ich kenne keinen Grund für ihr Schweigen. Wenn ihr am Brückenkopf vorbeikommt, werdet ihr sie an ihre Pflichten erinnern. Meine Geduld ist fast am Ende. Und da gibt es silbernes Siegel der Tandrim. Aha, das scheint ein neues Tauschitem zu sein. Ja, steht ja auch drauf. Tauschen und Eroberung von Gorgoroth Ruf erhöht. So, zwei neue Sachen. Wir müssen stets wachsam bleiben. Wenn ihr durch Udun reist, müsst ihr, ja, am Brückenkopf halt machen. Das machen wir. Dann gucken wir noch gerade, wo ist denn jetzt hier der Ruf? Na, der ist jetzt wohl ganz unten mal. Da haben wir ihn. Nach Saurons Sturz sind viele auf der Suche nach Reichtümern und Macht in die nördlichen Lande von Mordor geströmt. Andere wiederum hatten ein wachsames Auge auf die vom Feuer zerrissenen Ebene und die dunklen Mächte, die immer noch innerhalb ihrer Grenzen lauerten. Okay. Dann wissen wir jetzt auch, was das für ein Ruf ist. Mal gucken, was es da demnächst für Items gibt. Und jetzt Mithrandir. Glauben diese Abenteurer etwa, dass Saurons Vernichtung sein Land von allem Bösen befreit hat? Es ist, wie ich es gedacht hatte. Einige wenige dieser Abenteurer sind aus hartem Holz geschnitzt, aber die meisten sind nicht bereit für die Gefahren, die sie erwarten. Denken sie etwa, durch Saurons Fall sei sein Land von allem Bösen befreit worden? Ja, sie denken, es gäbe niemanden mehr, der seine Schätze bewacht, und sie hoffen darauf, sie stehlen zu können. Doch ich muss zur Vorsicht drängen. Viele der Artefakte, die in Mordor gefunden werden können, sind böser Natur oder so verderbt, dass sie von den Guten nicht verwendet werden können. Viele dieser Abenteurer haben nicht die geringste Ahnung, wie man mit solch üblen Gerätschaften umzugehen hat. Sprecht mit ihnen, Garion, und versucht sie von ihrem vorschnellen Tun abzubringen. Oder richtet ihnen zumindest diese Warnung aus, damit sie nicht vollkommen unbedarft in ihr Verderben rennen. Und wir müssen mit 4 Leuten reden hier. Das machen wir doch jetzt sofort. Ach, das sind sofort die 4. Ich muss zur Vorsicht drängen. Viele der Artefakte aus Mordor sind durch und durch böse. Wie ihr schon merkt, ich lese nicht immer alles vor, weil das würde das Video ein bisschen überziehen. Ich versuche mal so in 20, 25 Minuten das Ganze zu machen. Wenn ich jetzt jeden einzelnen NPC-Text vorlese, dann sind wir ewig dran. Aber jetzt einfach auch schon mal hier die erste Übersicht. Das hier ist Udun, da ist der erste Stallmeister und das ist eigentlich das erste Gebiet. Und hier gibt es dann demnächst mehrere Gebiete und die werden wir uns alle nacheinander angucken. Es ist eine Ehre, euch zu treffen. Ich habe viel von euren großen Taten gehört, die ihr Mittelerde erwiesen habt. Ich wüsste eure Hilfe und Führung in Mordor sehr zu schätzen, wenn ihr dazu bereit wäret. Denn ich habe im Schwarzen Land eine eigene Aufgabe zu erledigen. Ich heiße Arnot und ich bin ein Waldläufer von Ithilien. Ich habe für Faramir die Wälder durchstreift und werde dies wieder tun, wenn er es verlangt. Doch mein Herz drängt mich in eine andere Richtung und meine Füße müssen ihm folgen, denn ich bin ein Nachfahre der Tandrim, Menschen aus Gondor, die innerhalb Mordors lebten und das Böse darin bewachten. Die Tandrim erreichten die große Festung Durtand, den schwarzen Schild, und von ihren hohen Zinnen aus hielten sie Wacht über Udun. Doch mit der Zeit wurden sie weniger wachsam. Ihre Zahl schwand und schließlich versagten die Tandrim. Ich möchte ihrem Andenken Ehre erweisen. Okay, ich habe ihm die Warnung überbracht und dann... Schätze sind mir egal, Garin. Ich will nur den Andenken der Tandrim Ehre erweisen. Vor uns liegt das Tal von Udun und seine Schätze warten nur darauf, gefunden zu werden. Seid gegrüßt und willkommen in Cirith Gorgor. Das Tal von Udun liegt vor uns, hinter Cirith Gorgor, und seine Schätze warten nur darauf, von jemandem geborgen zu werden. Ich bin Rohgrim, ein Soldat Gondors. Ich habe auf den Pelennor und vor dem Schwarzen Tor gekämpft und nun möchte ich den Orks, die für Sauron gekämpft haben, meine Kriegsbeute entreißen. Er soll tot sein und ich glaube, dass...
Ich kämpfte gerade am Fuße der Schlackgehügel, als der feurige Berg ausbrach und ganz Mordor erschütterte. Also hier die Geschichte von einem einfachen Soldaten, der jetzt reich werden will. Der versucht also, Schätze zu bekommen. Mal gucken, ob wir den noch treffen werden. Es ist unser gutes Recht, dass Gondor sich nun seinen Siegeslohn holt. Ihr berichtet Rohirrim von Mithrandirs Warnung. Ich erkenne schwarze Magie, wenn ich sie sehe, und werde mich von ihr fernhalten. Ich will Gold und Silber und Edelsteine. Okay, das ist die Zusammenfassung für ihn hier. Der wird sich also nicht aufhalten lassen. Jetzt haben wir noch die beiden. Kann Sauron wahrhaft aus Mordor verschwunden sein? Denn ich bin Haradlin und dies ist nicht mein erstes Abenteuer im Schwarzen Land. Ich habe in der Schlacht auf der Dagorlad an der Seite von Hochkönig Gil-galad gekämpft und ich kenne die unwegbaren Mordors gut, die Unwägbarkeiten Mordors gut. Viele meiner Freunde sind vor dem Schwarzen Tor gefallen und viele weitere fanden auf den Hängen des Urdrun ihr Ende. Ich möchte jene, die vor langer Zeit gefallen sind, meinen Respekt erweisen und noch etwas anderes erledigen. Aha. Danke für eure Hilfe, Gerlen. Wir müssen uns auf unsere Freunde verlassen können, wenn wir in Saurons Reich vordringen. Ob er nun wirklich tot ist oder nicht. Im letzten Video haben wir die im Tutorial gesehen, vom Hochelb. Ich bin eine Gelehrte aus den Häusern des Wissens in Minas Tirith. Uns erwarten viele Einsichten. Ich kenne euch, Gerlen, oder zumindest habe ich Geschichten von den vielen großen Taten gehört, die ihr vollbracht habt. Und für eine Gelehrte ist das fast dasselbe. Ich heiße Covadil und ich bin eine Gelehrte aus den Häusern des Wissens in Minas Tirith. Mein Herr hat mich eigentlich damit beauftragt, im zurückeroberten Osgiliath Artefakte und Wissen zu suchen. Doch das erschien mir zu langweilig. Aha, das hier ist jetzt also die Forscherin, die hier irgendwelche Artefakte und Sachen finden will und auch vorsichtig ist. Da steht's wieder, Warnung Mithrandirs, grinst sie erwartungsvoll. Oh ja, ich werde mit den Dingen, die wir dort finden, vorsichtig sein. Okay, hier eine Wissenschaftlerin, da hinten ein Schatzjäger, das andere war ein, ja, wie würde man sagen, ein Wachmann, ein Hauptmann. Jeder hat hier seine eigene Rolle. Und dann noch ein Hochelb, der ziemlich alt ist und hier noch ein paar Sachen zu erledigen hat. Und nun sollen wir 8 Feinde in Udun besiegen. Jetzt geht's also los. Ich frage mich, was uns wohl in Mordor erwartet. Ich begrüße eure Unterstützung. Ich will Gold und Silber und Edelsteine. Das ist Beute, mit der ich etwas anfangen kann. Mir sind Schätze und Reichtümer gleich. Ja, das Andenken an Tithadrim. Davon haben wir ja eben schon ein Item gefunden, dieses silberne Item. Und vielleicht erfahren wir dann auch, wie er das Andenken ehren will, indem er Orks tötet oder indem er zu der Festung geht. Ich weiß es nicht. Wir werden die aber bestimmt noch sicherlich öfter treffen, weil die sind ja so die Hauptfiguren jetzt, die Mithrandir uns gezeigt hat und die wir warnen sollten. Tja, die Story wird sich jetzt hier wohl durch ganz Mordor ziehen. Wow, was für ein Berg. Ich würde mal sagen, das ist er. Aber ich weiß es nicht genau. Ist das jetzt? Nee, das könnte er nicht sein, weil der wäre so früh hier. Ich glaube, der ist weiter drinnen, der Schicksalsberg. Der Weg nach Mordor. Neue Tat. Da hinten, das könnte er eh sein. Ihr habt die Eisenstraße entdeckt. Jawohl. Wir haben was Neues entdeckt, eine neue Tat bekommen und schon fängt's an. Da ist es. Oh, wir können noch 14 andere Sachen entdecken beim Weg nach Mordor. Und das hier ist jetzt nur die Straße, die führt wie eine Eisenstange schnurstracks vom Schwarzen Tor nach Gorgoroth, wo sie sich aufteilt und um Orodruin, also diesen Berg, herumgeht. Und hier haben wir auch das erste Lager. Da seht ihr schon, sind wir schon drin. Diese kleine Reitpassage hat uns schon mal hier hingebracht. Und jetzt haben wir einen Stallmeister hier. Hier auch rote Wachen. Das Lager auf dem Brückenkopf ist so gut wie verlassen. Tja, wo ist der Rest? Hier ist König Eomer mit einer Quest, die ich noch nicht annehmen kann. Also auch hier wird wohl eine Story, ja, kommen.
Na, dann kommt. Ich weiß nur noch nicht, was ich dafür tun muss. Und hier sehen wir auch schon die ganzen Stallmeister, die noch auf uns warten. Es werden ein paar sein. 2, 3 Stück. Und hier wieder Questbesprechungen. Diesmal aber von dem Soldaten, der von Aragorn hier hingeschickt worden ist. Also nicht vom Kapitel. Brückenkopf in Mordor. Daraus wird nichts Gutes erwachsen. Das könnt ihr Hauptmann Lachdir und all den Männern, die er mitgenommen hat, sagen, wo auch immer sie sein mögen. Pflichten? Fragezeichen. Mulnir seufzt. Ja, ihr habt mein Wort, dass wir einen Bericht schicken werden, sobald wir zur Besinnung gekommen sind und wissen, was dieses Chaos zu bedeuten hat. Also der Hauptmann ist wohl mit den Leuten abgehauen. Wohin, weiß man nicht. Aber jetzt kriegen wir mal so ein Siegel und wieder Ruf. Und jetzt gibt's neue Quests hier. Und jetzt sind auch Aufgaben hier, die wir erledigen. Wie viele? 30 Stück müssen wir auf jeden Fall machen. Dann ist Udun erstmal erledigt. Und hier sind noch ganz viele andere Gebiete. Also, das Add-on ist relativ groß. Sind 4, 5 Gebiete, die wir dann durchquesten müssen. Und jetzt gucken wir mal, wo ist denn hier diese neue Währung? Da, Siegel der Tandim. Eins habe ich. Sehr gut. Ein silbernes Siegel, das zum Handel gedacht ist. Also, ein Glück habe ich den Geldbeutel erweitert, sonst hätte ich das alles im Inventar. Wir haben weder einen Befehlshaber noch eine Aufgabe. Und hier jetzt eine Nebenquest. Neben dem Kapitel nun also eine Quest, die uns durch das Gebiet führt. Sucht nach Hauptmann Lachdir. Könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Der ist mit einigen Leuten vorgelaufen und den suchen wir. Möglicherweise einem von großer Bedeutung. Und hier bekommen wir jetzt Geflüster und Zeichen. Hier geht es um irgendwelche Geheimsprachen und Rätsel, die ich lösen soll. Dafür soll ich nochmal mit ihm reden, was er wohl genaues meint. Wenn das, was geflüstert wird, stimmt, dann gibt es Signalflaggen, die nur die Schmiedearbeiter verstehen. Aha, wir sollen Signalflaggen anschauen. Und wenn wir die dann alle haben, verstehen wir vielleicht auch, wie die hier in Mordor reden oder so. Und deshalb schickt der uns jetzt los. Und dann haben wir da vorne noch eine Quest. Und das ist der Schmiedmeister. Die Asche von Gogoroth. Ersteht die Flamme von Anklamir bei einem der Hochzauberer. Und wir kriegen hier auch wieder Ruf und silbernes Siegel der Tadrim. Und er erklärt uns jetzt, was es hier für Gegenstände gibt. Und was diese Asche bedeutet, das sind nämlich die Überreste, wenn wir die Gegenstände hier auseinandernehmen. Und damit haben wir dann ja, Flammen oder Aschen von diesen Gegenständen, also wenn wir die Flamme benutzen. Darf ich euch helfen? So, und da ist sie auch schon. Flamme von Anklamir. Und die können wir nutzen, um Gegenstände in Asche zu verwandeln. Die Asche können wir dann eintauschen. Das ist also wiederum ein neues Tausch-Item oder ein neues Handwerks-Item. Ihr seht ja, hier sind auch schon Rezepte. Das ist immer gut. Dann kann ich auch mal was craften hier. Sehr schön. Gorgoroth Adamant, Verzauberter, den kann ich machen. Kann in Asche von Gorgoroth verwandelt werden. Hier seht ihr das. Den können wir also umbauen. Dafür muss ich ihn aber natürlich erstmal bauen. So, Asche von Gorgoroth. Die Flamme von Anklamir ermöglicht es euch, nicht benötigte Gorgoroth-Ausrüstung in Asche von Gorgoroth zu verwandeln, die ihr bei hohen Verzauberern gegen Belohnungen eintauschen könnt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir gucken uns jetzt gleich auch hier die Belohnungshändler mal an. Bevor wir dann hier questen gehen in Udun, müssen wir uns natürlich hier ein bisschen mit dem ganzen Nebenkram beschäftigen, auch wenn es gerade ein bisschen langweilig für euch ist. Gerade die, die jetzt eher die Gegend sehen wollen, müssen sich jetzt hier mit dem Zeug beschäftigen. So, und jetzt lese ich mal hier das neue Rezept ein. Meister der Gilde bei den Drechslern. Sehr schön bin ich. Jawohl. Verzauberter Gorgoroth Adamant, den kann ich bestimmt mal herstellen. Die alten Gegenstände kann man damit nicht kaputt machen mit dieser Flamme. Ne? Es muss also schon hier aus diesem Gebiet hier sein. Was benötigt ihr? Und dann seht ihr das hier.
Jetzt können wir diese Asche tauschen, wenn wir 70 Stück hätten, gegen diese Items. Gegen 326er Items. Und jetzt gucke ich mal bei mittlerer Rüstung, die dann so ein bisschen was mit mir zu tun hat, die auch einem Jäger passt. Und ihr seht schon, einiges ist noch auf Englisch. Ja, aber welche jetzt genau die beste für uns ist, weiß ich noch nicht genau. Aber die hier sieht schon mal sehr gut aus. 330er Rüstung. Beweglichkeit Vita. Ja. Und Licht von Erendil. Das sieht so aus wie früher Hoffnung und Furcht, die man hatte, oder wie das hieß. Wenn Saurons Auge kam, konnte man ja Hoffnung reinschmeißen. Münzen schmeißen. Und das scheint jetzt dieses Licht zu sein, was jetzt auf den Items drauf ist. Aber dazu auch später mehr. Wir sollten weiter. Und hier sind dann die Tausch-Items für die Siegel. Oder, ja, genau, für die verschiedenen Siegel. Eins von 25 und da gibt es dann sofort 115er Essenzen. Jo, ich muss noch was leveln. Ich habe zwar schon ein bisschen gelevelt, aber das habe ich alles in den alten Gebieten gemacht, weil ich noch ein paar Quests nachgeholt habe, die drei Level. Hier ist es ganz und gar nicht wie im schönen Italien. So, aber wir sehen auch schon, hier gibt es noch schönere Items, sogar Waffen. Ja, das wird sich also auf jeden Fall lohnen, diese Siegel dann auch zu sammeln und dann nochmal hier zu den Händlern zu gehen. Nur ein bisschen was vergleichen an Wert muss man ja auch mal. Und noch mehr Belohnungshändler gibt's hier. Hier ist es ganz und gar nicht wie im schönen Italien. Natürlich ein Führer, dass wir sofort hier hinkommen. Und natürlich wieder kosmetische Umhänge, damit man sich auch hübsch machen kann. Das kennen wir ja schon aus den anderen Rufgegenden. Oh, da sind richtig schicke Teile bei. Hier der rote, der sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja, vielleicht, wenn man den blau färben kann. Das hat ja schon mal was. Ja, die muss ich mal alle in blau probieren, wie die so aussehen. Ja, aber erstmal muss ich ein paar Siegel dafür sammeln. Aber ihr seht schon, es gibt also einiges zu tun. Und dann gibt es hier auch noch Pets. Ja, das ist ja ganz nett. Auch die würde ich auch mal in der Vorschau sehen. Schade. Und der nächste Händler. Und denn? Der hat dann jetzt auch Rezepte für die höheren Items. Ihr seht es. Das sind jetzt alles Rezepte für 115er Items. Von daher, da muss ich noch ein bisschen was für tun. Aber ist doch schon mal eine tolle Aussicht. Bald. Bald kann ich 115er Items bauen. Wenn ich genug Siegel habe, genug Rezepte eingetauscht habe und dann hier richtig loslege. Sehr cool. Ich glaube, es wird Zeit hier zu questen. Aber die eine Quest machen wir jetzt natürlich noch weiter, die wir gerade angefangen haben, damit wir noch ein Siegel mehr bekommen. Und wie immer gibt es natürlich auch hier an der Auftragstafel die Möglichkeit, den Ruf hier höher zu hauen. Das hier waren ja jetzt noch Items von Herr des Westens. Ja, und jetzt kann ich demnächst hier Gorgorath hochhauen, den Ruf. Sehr schön. Unsere Hoffnung ist geschwunden, aber wir haben sie noch nicht aufgegeben. Okay, hier nehmt diesen Dolch, den ich gefunden habe. Verwandelt den Dolch aus Morgulstahl mit Hilfe der Flamme von Anklamir in Asche. Sehr schön. Also von ihm kriege ich jetzt einfach mal einen von den Dolchen, die da rumliegen vor ihm. Die hat er hier in Gorgorath gefunden. Die können wir dann wohl auch bald mal finden und können die zu Asche machen. Das ist also der nächste Schritt in der Quest. Da oben ist er auch schon. Oh, in Gold. Den würde ich ja gerne behalten. Aber dann geht die Quest nicht weiter. Also, zack. Vor euren Augen verwandelt sich der Dolch in Asche. Sehr schön. Das war's für den Dolch. Das Item ist noch übrig geblieben. Ja, das Salz tausche ich jetzt auch mal für Ruf ein. Ich muss sowieso mein Inventory jetzt demnächst hier mal aufräumen in Gorgorath. Und jetzt können wir nochmal gucken. Jetzt habe ich noch eins von denen bis jetzt. Sieht man die Asche auch hier drin? Das ist jetzt die Frage. Wir haben ja jetzt auch Asche angelegt. Die müsste es ja jetzt hier auch geben als irgendeine besondere Währung. Da, ganz unten. Asche von Gorgorath. Währung einfach nur. Gut. Dann wird die hier also auch in den Beutel gelegt. Da müssen wir auch da unten drauf achten. Das finde ich bei WoW so cool, dass man das
so ein bisschen an den Beutel knüpfen kann und dann sagen kann, okay, die zwei aktuellen Währungen will ich immer sehen im Beutel, wie stark die sind im Inventory oder wie viel ich davon habe. So, die Flamme von Aklamir hat also wie erwartet funktioniert. Ausgezeichnet. Viel Glück und gute Reise. Jo, das war jetzt so die Einleitung. Wie kriege ich Asche? Wie kann ich die herstellen? Und die Flamme haben wir jetzt. Damit können wir also noch ein bisschen mehr Asche machen. Silbernes Siegel, wieder eins. Ruf erhöht. Sehr gut. Jetzt geht's los. Darf ich euch helfen? Ja, für zwei kriegen wir immer noch nicht so viel. Für die Asche jetzt auch noch nicht so viel. Also haben wir jetzt einiges zu tun. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn wir beim nächsten Mal tiefer nach Udun reingehen, hier die Quests machen, hier auch vielleicht mit König Eomer weiterkommen. Werden wir dann sehen. Und dann macht's mal gut. Bis demnächst. Bye, bye.